hat es eben einen Blitz gegeben. Das ist jetzt der gesamte Aufnahmebereich, machen wir jetzt so jetzt ausrichten, das ist jetzt Richtung Nordwesten. Und da links sieht man da auch die Cumulonimbus-Wolke, die die Blitze verursacht aus der Ferne. Hier hat es gerade eben selber hier über den CW gezogen, aber hier gewittert es nicht. Noch mehr solcher Cumulonimbus-Wolken sichtbar. Die sieht ja eigentlich relativ undeutlich auf der Aufnahme aus. Aber ungefähr jede Minute blitzt es da einmal. Aber Richtung Norden sind Wolken. Da blitzt es ebenfalls, aber nicht so häufig drin. Und während die Wolken, die über uns ziehen, die sind zwar auch Cumulonimbus, aber die haben keine Blitze. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Wolken da hinten über die Nordsee ziehen. Wenn hier Land ist. Und deswegen bilden sich hier keine Gewitter mehr. Aber über dem Wasser bilden sich die Gewitter. Weil das Wasser über 20 Grad warm ist. Da ist eben wieder geblitzt, aber es ist eher nicht so deutlich auf der Aufnahme.
für einen Spaziergang gemacht und habe bemerkt, dass sich die Gewitter ein bisschen ausgedehnt haben. Es blitzt mittlerweile schon ziemlich viel da hinten. Könnte ich jetzt die Kamera stelle ich mir jetzt mal um, dass sie jetzt in einen anderen Bereich filmt. Und also diese Wolke da vorne ist auch eine Wolke. Oh, schön einen Blitz drauf gekriegt. Noch ein Blitz. Oh, der Blitz ist viel. Das ist eine bestimmt hunderte Kilometer lange Gewitterzone. Richtig Gewitterfront. Aus 4 bis 5 Einzelgewittern, was ich festgestellt habe. Es blitzt da so viel in der einen Wolke gerade eben. Jetzt blitzt es wieder in der Nähe der Aufnahme. Jetzt hat es einen kleinen Blitz gegeben. Wow, oh, da hat es einen hellen Blitz gegeben, aber leider nicht in der Aufnahme. Schon wieder so ein Blitz außerhalb der Aufnahme. Vielleicht sollte ich die Kamera doch noch ein bisschen umstellen. Kriege ich aber jetzt. So, Moment, da unten jetzt nicht mal hin. Die nimmt ja jetzt in die Richtung auf, weil da wird die Gewitterwolke auch hinziehen. Da werde ich mal hoffen, dass das Gewitter mal in die Aufnahme zieht. Oder in der Aufnahme wieder ein paar Blitze drin sind. Man sieht man fast gar nichts mehr auf der Aufnahme, aber Blitze sind hell, die sieht man sowieso. Es wird auch mal Zeit, dass ich mal wieder eine Gewitteraufnahme auf YouTube hochlade. Oh, das war ein guter Blitz in der Aufnahme. Da war wieder ein Blitz außerhalb der Aufnahme, den ich selber gar nicht gesehen habe. Durchschnittlich blitzt es hier etwa alle 5 Sekunden in der Gewitterlinie. Die Aufnahme ist jetzt gerade nicht das aktivste Gewitter drin. Sollte ich mal machen. Aber jetzt war gerade ein Blitz hier in der Aufnahme. Jetzt gerade schon wieder einer verpasst. Muss mal gucken, ob ich vielleicht doch die Kamera in die Richtung einstellen kann. Wo es das aktivste Gewitter gibt. Das ist in der Richtung. Jetzt die Kamera umgestellt Richtung aktivstes Gewitter. Jetzt ist einfach das aktivste Gewitter in der Aufnahme. Weil der Blitz ist nämlich jede 10 Sekunden einmal. Lasse ich das wieder nochmal alleine laufen.